Es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich habe versagt, Mann. Guck mich nicht so an. Guck mich doch nicht so an, Mann. 5 Tage. Jeden Tag ein Video. 5 Tage. Und am 6. Tag habe ich schon versagt, Mann. Ja, ich weiß, ihr seid enttäuscht. Ich meine, das Wetter war gut und ich war draußen und hab ein Eis gegessen und dann dachte ich mir, okay, ja. Deswegen dürft ihr mich jetzt alle stinkender Stinker nennen. Ja, ihr dürft jetzt. Geht in die Kommentare und schreibt, ich will, dass jeder Einzelne mich jetzt stinkender Stinker nennt. Isabel, Marcel, du auch da hinten, Yusuf, schreibt doch jetzt in die Kommentare. Aber heute hat das Video gar nichts mit stinkenden Stinker zu tun, sondern mit 7 seltsamen Dingen, die in Tieren gefunden wurden. Deswegen, wie immer, lasst ein Abo da, wenn ihr zur stinkenden Army gehören wollt. Like da lassen, Kuss, Lego. Sprichwort besagt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Anders als bei uns Menschen sind Tiere in Bezug auf ihre Nahrungsaufnahme ein wenig experimentierfreudiger oder einfach nur neugieriger. Ey, ich habe letztens mitbekommen, dass Hunde gerne Pferdeäpfel essen. Stimmt das? Ein Kumpel hat mir das gesagt, so. Wir sind draußen gewesen, hat der Hund auf einmal so Pferdeäpfel gegessen. Ich so, Bro, wie widerlich. Und der so, jo, das machen die immer. Wirklich? Machen die das? Um Gottes Willen, ein Hund, das kann doch nicht sein. So finden sich weltweit viele Geschichten von Tieren, die unglaublich Großes, Komisches oder gar Ekliges gegessen haben. Wie zum Beispiel Pferdeäpfel. Heute 7 seltsame Dinge, die in Tieren gefunden wurden. Bin ich gespannt. Falls du neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du diesen abonnierst. Na gut, haben wir alle gemacht. Habt ihr abonniert? Nummer 7. Besser ist es. Lexi, ein Staffordshire Bull Terrier, wurde wegen Magenverstimmung von seinen Besitzern zum Tierarzt gebracht. Okay. Nach ausführlicher Diagnostik und Röntgenuntersuchung stellte sich heraus, dass der Welpe ein ca. 20 cm langes Küchenmesser verschluckt hatte. What? Dieses wurde in einer Operation entfernt und der kleine Hund intensiv gepflegt. Bro, wie kann man ein Messer verschlucken, ohne daran zu sterben? Der arme Wuffel. Yo, Doggo, Bro, wie kann man denn ein Messer verschlucken? Wie hat er denn das hinbekommen, ohne sich aufzuschneiden? Hä? Lexi erholte sich und es grenzt fast an ein kleines Wunder, dass sie das überlebt hat. Wie geht das? What? Nummer 6. Tigerpythons gehören zu den größten und gefährlichsten Schlangen der Welt. Okay. Sie sind in der Lage, sehr große Tiere zu jagen und zu verschlingen. Anders jedoch diese Schlange mit dem Namen Houdini. Da Houdini ihre eigene Körpertemperatur nicht sehr gut regeln konnte, beschlossen ihre Besitzer, die Schlange mit einer Wärmedecke zu versorgen. Okay. Houdini jedoch verwechselte die Decke mit Nahrung und verschlang die ganze Decke. Oh nein, Alter. Oh Mann, bist du stupid. Bro, bist du stupid. Houdini. Houdini, Mann, ich wusste schon immer, der Houdini, du bist so blöd, Alter. Kein Feini, Houdini. Er frisst die Decke. Diese dehnte sich zudem im Inneren der Schlange aus. Oh nein, die Arme! In einer Notoperation wurde die Decke schlussendlich entfernt und die Schlange überlebte. Oh, zum Glück, Alter. Ey. Och, Houdini, du bist mir einer. Ey, wenn dem was passiert wäre, der hätte mir so leid getan. Wegen der Decke, och, der arme Mann. Der dachte, das wäre richtig easy peasy Fleisch für ihn. Easy peasy lecker Essen um ihn herum, Mann. Oh nein. Nummer 5. Im Allgemeinen gelten Golden Retriever als sehr kluge Hunde. Unnormal süß. Aber dieser kleine Welpe mit dem Namen Cody ging wohl einfach seinem Spieltrieb nach und bitte sag mir nicht, der hat eine Glühbirne verschluckt. Verschluckte eine ganze Glühlampe. Nachdem sich Cody über mehrere Tage erbrach, brachten seine Besitzer ihn zum Tierarzt, um ihn untersuchen zu lassen. Cody. In einem Röntgen wurde die verschluckte Glühlampe entdeckt. Der Arme. Dem kleinen Hund wurde eine Infusion angelegt, sodass er die Glühlampe innerhalb kürzester Zeit ausschied. Ah. Oh. Ey, der Arme, die Glühlampe kann ja zerbrechen. Alter, zum Glück ist ihm nichts passiert. Zum Glück hat er die so verschluckt, einfach nicht draufgebissen. Stell dir mal vor, Cody, ich weiß, du schaust zu. Ich weiß, du bist aktiver Zuschauer und Abonnent von diesem Kanal. Ein Like für Cody. Lasst ein Like da für Cody. Los! Nummer 4. Am 25. April 1935 wurde in der Nähe von Sydney in Australien ein Tigerhai gefangen. Okay. Dieser wurde mitgenommen und in einem Becken öffentlich zur Schau gestellt. Okay. Jedoch wurde der Hai krank und spuckte in Anwesenheit vieler Zuschauer einen menschlichen Arm aus. Wie sich später herausstellte, hatte der kranke Hai einen kleineren Hai gefressen und der kleinere Hai aß zuvor den Arm. Aufgrund einer Tätowierung am Arm konnte dieser mit dem Boxer und Kriminellen Jim Smith in Verbindung gebracht werden, WTF? Der seit dem 7. April des gleichen Jahres vermisst wurde. Die Polizei fand heraus, dass der Arm abgeschnitten und ins Meer geworfen wurde, nachdem Smith ermordet worden war. Yo, was war denn das für ein Plot-Twist gerade, Bruder? Da war doch einfach nur ein Heim Aquarium. Yo, Alter, WTF, eine ganze Mordstory. Es kommt alles am Ende irgendwann raus. Alles kommt immer am Ende irgendwann raus. Bro, WTF? Nummer 3.
crazy. Grönlandhaie sind wohl eine der faszinierendsten Haiarten der Welt, da bisher nur wenig über diese bekannt ist. Okay. Grönlandhaie werden bis zu 8 Meter lang, können bis zu 2,5 Tonnen wiegen und einige hundert Jahre alt werden. Zu ihrer bevorzugten Beute gehören Robben und Fische. In einem Magen eines Grönlandhais wurde jedoch auch ein Kieferknochen eines Polarbären gefunden, was Wissenschaftler vermuten lässt, dass diese Haie auch in der Lage sind, größere Beutetiere zu überwältigen. Was? Warte mal, also, wurde jetzt, okay, das ist weird. Nummer 2. Bei einem gefangenen Tigerhai wurde im Magen des Tieres ein Pferdekopf gefunden. Okay, jetzt wird's langsam echt zu viel. Bitte was? Wo kommt denn, von dem Hai, wo kommt denn das Pferd her? Hä? Was? Wie es jedoch zu diesen Umständen gekommen war, ist nicht geklärt, da sich Pferde für gewöhnlich nicht in der Nähe von Haien im Wasser aufhalten. Die schwimmen ja nicht. Eine Theorie besagte, dass das Pferd auf einem Boot gewesen sein musste und aus unerklärlichen Gründen ins Meer gefallen war und so zur Beute des Hais wurde. Oh. Bro, ey, das arme Pferd, yo. Ey, das arme Pferd, aber das muss doch auffallen, dass ein Pferd ins Wasser fällt, so. Da muss ja irgendein Typ daneben gestanden sein und das, so ein Pferd fällt ja nicht einfach so ins Wasser, oder? Hä, voll weird, alles voll weird, ich check gar nichts. Nummer 1, meine Damen und Herren, wir gucken nach. Nummer 1. Als Bauern eines Dorfes in Nigeria eine extrem angeschwollene Schlange entdeckten, dachten sie zunächst, dass die Schlange eines ihrer Tiere verschlungen hatte. Aus Angst vor dem Tier entschieden sie, die Schlange zu töten. Okay. Als sie die Schlange aufschnitten, waren sie sehr überrascht, denn im Inneren der Schlange fanden sie einen Haufen Eier. Oha. Die Schlange war offensichtlich schwanger und kurz davor, ihre Eier abzulegen. Oh nein! In dieser Region gelten die Eier der Schlange als Delikatesse, sodass die Bauern doppeltes Glück hatten. Wer ist denn Schlangen? Jedem das Seine. Wirklich jedem das Seine. Jeder soll essen, was ihm schmeckt. Jedem das Seine. Von jedem Menschen das Seine. Aber, wer? Oh, Schlange. Wer ist denn sowas? Wirklich? So, yo, ey, die arme Schlange. Irgendwie, die ganzen Tiere tun mir richtig leid in dem Video. So, die Schlange konnte nichts dafür. Die ist einfach rumgerannt und hat versucht, ihre Babys auf die Welt zu bekommen. Und die anderen dachten halt, yo, die hat einfach, Die arme Schlange. Ja. Das war's, oder? Liebe Grüße gehen raus an Schleimi44, Trollgag1117N und CMA Let's Play. Und Marky, der auf dieses Video reagiert. Ladies and Gentlemen, wenn ihr neu seid, lasst noch ein kostenloses Abo oder es gibt eigentlich jeden Tag ein neues Video hier. Kommt, wir sehen uns morgen wieder, okay? Morgen Abend sehen wir uns wieder. Wir haben ein Date. Ist jetzt einfach so, ihr habt zugesagt, da seid ihr jetzt dabei. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis morgen. Ich warte auf euch pünktlich. Ich hole euch ab. 18:45 Uhr. Bis dann. Tschüss.